da vorstellen? Das Pace Museum. Und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen aus dem Pace Museum, liebe Leute. Es gibt das extra Video. Und gleich zum Eingang, wir sind gerade reingekommen. Gerade durch den Eingang rein. Das eigentlich erste traurige Exponat. Nämlich der abgebrannte Motor von Philipp Pace. Ich glaube, ich weiß gar nicht wann das war, aber 2019. Als man da die ersten Bilder und Videos gesehen hat. Und das Auto, wie es dann danach ausgesehen hat. Ein tiefer Schlag für die Tuning-Szene, ehrlich. Aber naja, so ist das Leben. Das ganze Auto ist nicht hier, aber es ist die Vorderachse mit Motor. Wir sind zuallererst im Kellergeschoss und ich muss sagen, das ganze Kellergeschoss ist eigentlich eines meiner persönlichen Highlights, weil einfach hier Autos der Community stehen. Ne? Wir fangen zwar an mit dem 355 Ferrari von JP, absolut wunderschönes Teil. Felgen, schwierig, nicht ganz mein Geschmack, aber ne, wenn man sich hier umschaut, was hier für wunderschöne Autos stehen, Hauptteil aus der Community, geil. Richtig gutes Prinzip, dass man da quasi so, dass die Tuning-Community auch die Möglichkeit hat, seine Autos zu zeigen. Ich finde es klasse. Hier. Gut, ist wieder ein Auto von JP. Genauso wie der Momentum natürlich. Schon sehr, sehr geil. Aber auch mit einer traurigen Geschichte. BMW und ich liebe, ne, und das, boah. Einfach nur geil. Hier hinten in der Ecke haben wir gleich ganz zwei besondere Racecars, ne. Delta Integrale und ein fucking Trabi, so geil. Ich liebe ja wirklich alte Rennwagen, ne? Und bei so einem E36 320i STW, aus der STW-Serie, 2 Liter, 4 Zylinder. Hochdrehzahlmotor, absolut Liebe, aber ich muss halt ehrlich sagen, ne, wunderschönes Auto, aber ich habe es leider nie live gesehen, ne? Das war echt vor meiner Zeit, vor der Zeit, wo ich mich für Motorsport interessiert habe, aber was wunderschönes ist dabei rausgekommen. Als leidenschaftlicher Forza Horizon Spieler kennt man dieses Auto. Eins meiner persönlichen Highlights, sage ich euch, wie es ist. Ne? Nicht nur ein bisschen doof mit der GoPro. Es ist der Ford RS200. Und gerade in Forza von Hoonigan das Teil. Absolut geil. Und das mal live zu sehen, das habe ich noch nie gesehen tatsächlich. Auch in echt wirklich schön. Und so wie wir über das Tablet lernen, muss ich wirklich nochmal sagen, richtig geil, macht Spaß. auch in echt, genauso wie in Forza, übelstes 0-100 Monster, krasses Teil.
fahre damit mal nach Berlin. Ich stehe jetzt mal so relativ in der Mitte vom Pace und ich will euch wirklich mal zeigen, dieses Key-Element vom Pace, ne, weshalb die Autos so wunderschön aussehen. Ne? Hinten, wo es hell sind, diese Podeste, die weißen, ist es einfach nur weiß. Aber wenn die Autos im Dunkeln stehen, fangen die Podeste plötzlich an zu leuchten. Und das sieht so gut aus. Ne? Das kommt auf Kamera 0,0 rüber, das weiß ich jetzt schon. Da kann ich im Schnitt dann nachbearbeiten, wie ich möchte. Es ist so geil, ehrlich. Willkommen im weißen Stockwerk und ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Können wir mal bitte darüber sprechen, wie wunderschön ein 959 ist? Auch die Form, ne? Ist mir gerade jetzt, wo ich mal so richtig live betrachte, ist mir das erstmal aufgefallen, ne? Unter dieser besonderen 959-Form steckt immer noch ein 911, weil die Scheinwerfer sind markanter, aber die Motorhaube ist gleich, die Dachführung ist gleich und das geht bis hier hinten geht das hin und das hier ist 959, aber diese Linie hier, bis hier, das ist 911. Und beides ist wunderschön, aber fällt mir gerade erstmal so auf. E30 M3. Was soll ich bloß sagen, ne? Ursprünglich gebaut zur Homologation für die DTM. Sorry. ursprünglich gebaut zur... Bin gerade auf den Fuß getreten. ursprünglich gebaut zur Homologation der DTM und jetzt nach wie vor einer der aller schönsten M3, ne? Wenn nicht ja der schönste, für viele sicher der schönste, ne? Aber ich bin euch ganz ehrlich, wenn wir alle M3 nebeneinander stellen und man mir sagen würde, du musst dich für einen entscheiden, I don't fucking know. BMW 320 Gruppe 5. 320 Turbo Gruppe 5. Und ich muss ehrlich sagen, ein bisschen sprachlos über dieses Auto. Ne? Ich lasse die Bilder einfach sprechen. Weil es ist so wunderschön. Porsche 919 Hybrid, ne? Nicht das Rekordfahrzeug von der Nordschleife, aber das LMP-Auto. Und so rein aerodynamisch habe ich gerade etwas entdeckt. Guck mal hier. Ist das krass? Da ist nichts. Und du siehst von Seite, Mitte des Fahrzeugs, guckst du durch bis ganz vorne. Krass. Der IMSA GTO von Audi. Wunderschön. Gebaut, um die Amis zu ärgern. Hat auf jeden Fall geschafft. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, guckt einfach bei JP auf dem Kanal. Er hat mehrere IMSA GTO Videos drauf. Guckt einfach mal rein. Googelt das. Und einfach geil, das Auto. Krass. Und optisch. Boah. Ein Brett. Für mich ein sehr, sehr krasses Auto und halt wirklich eine Marke, die einfach fehlt. Wir diskutieren darüber, dass Audi und Porsche in die Formel einsteigen, aber es gibt da einen Motorenhersteller, einen Autohersteller, der fehlt. BMW. Und es ist halt einfach ein Fakt, ne? Wenn jemand Triebwerke bauen kann, ne? Und in der Formel 1 brauchst du halt einfach Triebwerk. Dann ist es die Firma mit dem Rotor. Und auch aktuell so relativ
geschichtlich relativ interessant war, das ist der F1-Wagen aus 2007. Und 2007 hat Sebastian Vettel sein Formel-1-Debüt in genau diesem Sauber F1 BMW gefahren. Genau dieser Wagen, das ist der Wagen von Nick Heidfeld. Er hatte den Wagen von Robert Kubica, nachdem Kubica ja leider verunglückt war damals. Und hatte daraufhin halt die Möglichkeit, in der Formel 1 zu fahren. Und jetzt, wir haben 2022, für die Formel 1-Fans, die wissen es, Vettel steigt aus. Und wir stehen jetzt vor dem Auto, womit alles begonnen hat. Krass. I hereby announce my retirement from Formula One by the end of the 2022 season. Die Zimtschnecken, Alter. Die sind so gut. Die sind so gut und hauen so rein, ne? Richtig, richtig, richtig krank. Ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft und boah, ist die gut. Gut, aber die haut auch so rein. Hilfe. Das Geheimnis. Na, sind Sie satt? Ha? Sind Sie satt? Von 1 bis 10 bis zu einer 12. Knappe Geschichte. Genug zu essen gibt's auf jeden Fall. Und da sind wir wieder zurück in der Heimat und ich möchte euch nochmal ein Fazit und ein paar abschließende Worte zum Pace Museum sagen. Die habe ich eigentlich schon vor dem Pace, also quasi als wir rausgekommen sind, eingesprochen. Aber ich habe mir die Aufnahme dann zu Hause nochmal angeguckt und festgestellt, die B1, die Bundesstraße, die davor verläuft, die ist ja mal so unfassbar laut, dass du kaum was verstanden hast. Und deswegen dachte ich, ziehe ich mich jetzt einfach nochmal an ein ruhiges Fleckchen zurück, schön wieder an den See und sag euch jetzt mein Fazit. Und mein Fazit zuallererst muss ich echt mal sagen, danke ans Pace Team. Ne? Ehrlich, ich hatte relativ kurzfristig, hatte ich eine E-Mail geschrieben, mit der Frage, ob ich und was ich filmen darf vom Pace Museum und so weiter, war sehr kurzfristig. Ne? Hab leider keine Antwort dazu bekommen, dachte, oh scheiße, fuck, kann ich euch das überhaupt zeigen? Aber überhaupt kein Problem. Ich bin dann im Pace Museum, bin ich an die Kasse und habe die Mitarbeiter gefragt und die haben gesagt, ey, kein Ding, mache, los, leg los. Auch für YouTube gar kein Problem, haben sie gesagt. Von daher, vielen, vielen lieben Dank. Ehrlich, hätte ich nicht gedacht, aber auch aus Respekt zur Ausstellung und weil ich ja auch möchte, dass ihr euch das Erlebnis selber nochmal habt, geht da alleine hin, ne? Ohne Mist, geht nochmal alleine hin, weil es ist wirklich gut. Es ist wirklich, wirklich gut. Ich habe euch echt nur meine Highlights gezeigt und mehr eigentlich auch nicht. Die Idee von dem, generell das Pace, ne? Die Idee von dem Pace, richtig geil. Ne? Ich war in vielen Museen schon, meine Güte. Ich war in der Autostadt. Ich war bei BMW in München, bei Porsche und Mercedes in Stuttgart. Alles schöne Museen. Ne? Porsche und BMW waren davon die schönsten. Aber das Pace ist das allerschönste von denen, sage ich euch, wie es ist. Ne? Weil gerade so Audiotouren und so, ne? Audio-Guide-Touren, das ist jetzt im Pace Museum einfach ganz anders gemacht mit dem Tablet. Ne? Das habe ich bisher so noch nirgendwo gesehen. Ne? Weil zu jedem Auto gab es kurz, knackig, schöne Informationen per Videoform und vor allem richtig schön und wunderbar zusammengeschnittene Bilder. Sound, wirklich in den Videos. Wenn du dir den ein oder anderen Rennwagen im Video dann nochmal quasi, wenn der vor dir steht auf dem Podest und du hörst in dem Video nochmal, richtig cooles Feeling. Und auch die Idee mit den Podesten, mit dem Licht. Gerade, ne, wir waren tagsüber dort, aber der das Weiße, der
Das weiße Stockwerk war permanent beleuchtet und im dunklen Stockwerk waren die Autos, die auf der Schattenseite des Gebäudes standen, beleuchtet. Und es sah so gut aus, ehrlich, richtig, richtig toll. Und ich sag euch, wie es ist, geht da selber hin. Ne? Es ist wirklich wert, weil sowohl die Ausstellung, als auch die Autos, als auch die Aufmachung und so, alles wirklich, wirklich, wirklich schön, kann ich nur empfehlen. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ihr habt es ja schon gesehen, die Zimtschnecken. Boah, zum Dahinschmelzen. Habt ihr ja letzte Woche im Video gesehen, wir waren ja am selben Tag bei Big Boost Burger. Da hatte ich den Endgegner und die Pommes und das war schon viel. Und dann ging es nochmal ins Pace und da die Zimtschnecke. Hilfe, die hat nicht nur satt gemacht, sondern hat auch noch sehr gut geschmeckt. Ob das jetzt die beste ist, weiß ich nicht, weil ich habe noch nicht so viele Zimtschnecken gegessen, aber es war auf jeden Fall die beste, die ich jemals gegessen habe, von den wenigen, die ich gegessen habe. Und auf jeden Fall würde ich auch sagen und stark behaupten, es ist eine der besten. Alles in allem wirklich richtig schöner Besuch, richtig schönes Museum. Und wenn die Ausstellung wechselt, ich glaube, nach der EMS war angesagt oder so. Und dann soll, glaube ich, sogar eine Sonderausstellung kommen, die nur einen Monat da ist. Ich glaube, da geht's nochmal hin. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr seid mit dem Video. Wie gesagt, ich habe euch nicht alles gezeigt. Ich habe euch nur meine Highlights gezeigt. Weil ich will, dass ihr selber hingeht und das selbst erlebt. Weil das ist wirklich schön dort. Und richtig cooler Spirit. Liebe Leute, danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr aufs Video geklickt habt und euch das angeguckt habt. Vielen, vielen lieben Dank. Freut mich wirklich sehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, wie euch es gefallen hat, ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder so. Und dann wünsche ich euch da auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.